Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge ITK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir starten ein neues Spiel, und zwar Banishers of Ghosts of New Eden. Und zwar auf normal. Ich freue mich mit euch, dieses Spiel neu erleben zu dürfen. Und wenn es euch gefällt, dann ist es ein definitiver Geheimtipp meiner Meinung nach. Dann lasst doch gerne ein dickes Like da, aka Souls-like. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro. Madam, Sir, das Schiff liegt vor New Eden vor Anker. Ein Beiboot steht zu Ihrer Verfügung. Ich habe von Wolken geträumt. Große, weite, flauschige Monster, tief über dem Meer. Ich träumte vom Abgrund, in den dunkelsten Weiten des tiefsten Ozeans. Guten Morgen, mein Schatz. Und auch du, mein Geliebter. Sind wir in Neuengland? Willkommen in Amerika. Irgendetwas beunruhigt dich. Der Brief von Charles. Wieso? Dieser Geist muss sehr gefährlich sein. Denn sonst würde er ihn selbst vertreiben. Dann muss er eben doppelt zahlen. Ich meine es ernst. Die Sache ist sicher nicht einfach, wenn der Reverend selbst Hilfe braucht. Red, mach dich auf alles gefasst. Ich werde vorsichtig sein, Herrin Duarte. Euer Lehrling ist bereit zu dienen. Komm, Antea, wir müssen los. Und ich muss mal. Rory McGrath, galant bis zum Schluss. Leben den Lebenden. Tod den Toten. Da wäre zum Beispiel unser Liebespaar Antea und Red. Die besten Verbanner, die ich je kennenlernen durfte. Das Leben gehört den Lebenden, heißt es. Und Tod den Toten. Doch so einfach ist es nicht. Seit Anbeginn der Menschheit verweilen die Toten auf der Erde. Ob tot oder lebendig, wir sind komplexe und emotionale Wesen. Die Fesseln, die uns binden, sind zahlreich und verworren. Seit wir denken können, kämpfen Verbanner darum, diese Fesseln zu lösen. Der Tod ist belanglos. Er ereilt jeden von uns. Was einem wirklich Angst machen sollte, ist die Frage, ob man danach in Frieden ruhen wird. Ich, Charles Davenport, sollte es wissen. Die Heimsuchung von New Eden hat mich zu Tode erschreckt. Ich wünschte, ich hätte meine Freunde nie gebeten, herzukommen, den Fluch zu brechen. Schon mal ein ziemlich geiles Intro. Willkommen in New Eden am 7. Juni 1695. Sind wir echt im Juni? Wie ist denn erst der Januar? Wenn ich mir im Sommer den Hintern abfrieren wollte, wäre ich in Schottland geblieben. London war auch nicht viel besser. Schau an. Kalt wie der Arsch eines Bischofs und doppelt so weiß. Ich muss schon sagen, ich bin etwas enttäuscht. Charles hat nicht gelogen. New Eden ist kalt wie der Tod. Du kannst zu Recht enttäuscht sein.
Ich hoffe bloß, er ist in der Taverne. Mit einem heißen Grog. Oder zwei. Ja, und damit nochmal willkommen bei Banishers New Ghosts. Ghost of New Eden. Meine Güte, mit diesem Titel habe ich immer Probleme. Schaut euch mal an, wie schön dieses Spiel ist. Alleine deswegen ist es für mich schon einer der Geheimtipps. Schlechthin. Ich habe genug von den langen, öden Seereisen in düstere, ferne Länder. Etwas anderes Souls-like, also nicht, wie es im Buche steht. Es gibt aber schon einiges zu entdecken und es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. So einen Ort gibt es nicht. Moin, Tiger, grüß dich. Ja. Schwere Angriffe, leichte Angriffe. Auf Kreises ausweichen. Das ist auch immer schon mal gut. Und deswegen gefällt es mir auch von der Steuerung. Aber es sieht halt wirklich unglaublich gut aus hier. New Eden. Aber alles eingefroren und kein Wasser, ne? Woran das wohl liegen mag. Wir werden es gemeinsam rausfinden. Und damit auch einen wunderschönen Freitag, den 13., ne? Wir sind ja zum Glück nicht abergläubisch, also von daher hoffe ich, dass ich heute ein paar schwarzen Katzen begegne. Ich denke, wir können hier durchgehen. Aber sicher doch. Stolpern wir durch dieses verrottete, verfallene Haus. Sunder und Prit? Und wie gehört sich's für ein gutes Souls-like? Wir können uns natürlich durch Kisten müsste sicher sein. Durchquetschen. Antea? Ab durchs Haus. Pass auf! Okay, da geht's wohl nicht lang. Du hast recht. Wieder einmal. Hier auch nicht. Sind wir hier nicht willkommen. Nehmen wir doch den Weg. Bleib dran. Ich werde einen Weg finden, dich zu treffen. Übereifrige Lehrlinge. Ja, und er ist unser Lehrling. Und wir sind die Meisterin. Lage. Alles in Ordnung da unten? Nur ein heimtückischer Wanderer. Und bei dir? Ja, auch. Geht schon. Dass mich mal jemand Meister nennt, gell? Kann sein. Meister des Bodenknutschens. Aber wollen die, dass niemand die Stadt betritt? Ich bin mal gespannt, es ist ja ein Souls-like, das heißt, wir haben hier definitiv einen Death-Count. Mal schauen, wie oft ich sterbe, bis wir hier einmal durchs Spiel durch sind. Leder haben wir mitgenommen. Man muss sich hier auch gut umsehen, man hat hier immer überall auch Ressourcen. Noch mehr Wanderer. Er kann auch kämpfen. Hinter dir! Nice. Mich kann keine Kiste aufhalten. Wer weiß, wie lange diese Leute schon tot sind. Ob das die ursprünglichen Siedler sind? Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Ja, wenn die ganzen Dorfbewohner schon zu Geistern geworden sind, die uns angreifen, dann lässt das viel auf jeden, das Spiel auf jeden Fall viel auf sich versprechen. Ich könnte.
So, die Verbannungsanzeige wird durch Angriffe mit der Waffe gefüllt. Wenn die Verbannungsanzeige voll ist, drücke X, um dein Ziel zu verbannen. Jetzt gehörst du mir. Probieren wir jetzt Zeit, mal. Dass du für immer von hier verschwindest. Boom! Alright. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Mix aus Magie, Souls-like. Es gibt mir ein bisschen Lord of the Fallen Vibes auch, wie diese Seelen da umherwandern. Und hier haben wir eine Notiz. Habt ihr bestimmt alle schon gelesen. Diese jetzt. Leute haben den Edentown erst vor ein paar Tagen verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Hm, die ist tot. Hier auch. Irgendwas ist da wohl schiefgegangen, als sie die Stadt verlassen wollten. Halte R2 gedrückt, um einen aufgeladenen Angriff durchzuführen. Oh, daneben. Guten Morgen, Atrax. Grüß dich, mein Lieber. Willkommen zu unserem Freitag, der 13. Spezialstream mit Banishers Ghost of New Eden. Cooles Souls-like und für mich persönlich auch ein Geheimtipp. Unglaublich gutes Spiel. Sowohl das grafisch nichts Gutes für den Fall. Als auch vom Gameplay und der Story. Die Lage ist schlimmer als gedacht. Warten wir ab, was Charles zu sagen hat. Also ich muss ja ehrlich sagen, wenn du jetzt mit dem Thema PS5 anfängst, ich habe eine PS5 gekauft für 850 Euro damals. Deswegen glaube ich, dass der Preis für die PS5 Pro, auch wenn vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, ohne Laufwerk, zu hoch ist. Aber für mich macht eine PS5 Pro halt auch nur Sinn, wenn du noch keine PS5 hast. Aber ja, du hast ja nur eine PS4 und deswegen kann ich mir verstehen, kann ich es auch nachvollziehen, wenn du sagst, ich hole mir dann eine PS5. Eine Verbannerin haben kann. Mal sehen, ob du dich an deine Ausbildung erinnerst. Packst du es? Immer doch. Ja, 2 Terabyte Arbeitsspeicher. Beziehungsweise, es sind ja nicht Arbeitsspeicher, sondern es sind ja nur einfach SSD-Drive. Ich habe hier, glaube ich, 500 irgendwas drin. Zum Teufel verbrennt seine eigene Ernte. Menschen, die vor Seuchen oder Krankheiten fliehen. Ja. Oder vor beidem. Hab eine externe Festplatte einfach angesteckt. Also, ich habe jetzt auch irgendwie 5 Terabyte oder so. Das ist nicht das Problem. Ich finde es trotzdem, ich finde es heftig. Mit Laufwerk 900 und ein paar zerquetschte Euro zu bezahlen für eine PS5 Pro, die keinen wirklich sichtbaren, deutlichen Unterschied, zumindest was die grafische Leistung angeht, hat im Vergleich zur PS5. Hm. Schwierig. So, Boston for Jericho und The Hero's Hamlet. Das Problem ist ja auch weniger, dass die PS5 das dann nicht leisten kann, sondern das Problem ist eher, dass keine Spiele rauskommen, die Grafik überhaupt oder auch die Leistung in Anspruch nehmen. Plus, es gibt einfach zu wenige PS5-Exclusive-Titel, wo ich sagen würde, dass es sich rentiert. Ja, okay. 2026 dann vielleicht GTA. Aber ganz ehrlich, wer weiß, was das Ding 2026 kostet. Die Leute verlassen die Stadt. Bald ist sie menschenleer. Sei auf der Hut. Deswegen auf jeden Fall mal abwarten. Guten Morgen, Paul. Grüß dich. Nicht mal ein Stallknecht da. Und keine Pferde. Wenn sie ihre Ernte verbrannt haben und sie hungern, dann haben sie wohl ihre Pferde gegessen. Dann haben sie wohl die Pferde gegessen, ja, scheint so. Ernte verbrannt, keine Pferde. Holy moly. Naja, sie müssen ja jetzt die PS5 Pro rausbringen, nachdem ja Xbox
ihre neue Generation auch schon nächstes Jahr rausbringen will. Dann muss der PlayStation jetzt nachziehen, sozusagen. Aber, ja. Für mich, der ja schon eine PS5 besitzt, ist da jetzt kein großer Anreiz, sich noch eine Pro zu holen. Willkommen in New Eden Town. Diese Stadt ist wie ausgestorben. Wo sind denn alle? Suchen wir das Gasthaus. Wir müssen Charles finden. Wo sind denn alle? Es wird schön sein, Charles und Esther wiederzusehen. Wir müssen uns immer die Predigt über die heilige Ehe anhören. Du hast den Ort des aktuellen Ziels erreicht. Dein Kompass zeigt nun an, dass du dich in einem Ermittlungsgebiet befindest. Suche das Gasthaus. So, hier übrigens auch noch ein kleiner Funfact für euch. Unsere Entscheidungen beeinflussen das Spiel. Oh, hier ist das Inn, da sind die Docks, Cemetery. Jetzt gehen wir erstmal zum Gasthaus. Keine Menschen seht ihr da. Da sehe ich noch Loot. Mal ein bisschen in die Ecken gucken, wer weiß. Leder, wofür das nicht gut ist. So, und wer nicht liked, wird an den Pranger gestellt. Hier geht's die Treppen hoch und hier werdet ihr dann mit faulen Tomaten beworfen. Alright. Und der Atrix hat nochmal 2750 Punkte in die Einhorn-Challenge gesteckt. Charlie, deine Gebete wurden erhört. Wir sind da. Schenk uns einen Drink ein. 72% schon erreicht. Stark. Verdammt, bitte, kommt rein. Es ist kalt, daher darf sich eure Helferin setzen, während wir reden. Ich bin die Hilfe. Sie ist der Boss. Und du bist nicht Charles. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner Red McGrath. Guten Tag, die Herren und die Dame. Also, wo ist Charles? Pastor Davenport sagte, dass Hilfe auf dem Weg sei. Breiten Sie sich nur weiter rein, Fairfax. Guten Tag. Pennington, Hauptmann der Bürgerwehr. Das ist Thickskin Newsmith. Wir sind die Stadträte. Oder was von uns übrig ist. Warum ist Charles nicht hier? Unser Beileid. Wir werden für seine Witwe tun, was wir können. Der Reverend ist tot? Seit wann? Und wie? Schrecklich. Obwohl unser Glaube uns stärkt, stehen wir alle noch sehr unter Schock. So geschockt von der Ermordung von Reverend Davenport sind wir, dass wir hier gemütlich hocken müssen und wertvolle Zeit verlieren. Als Gouverneur der Kolonie New Eden ist es meine Pflicht... Was tun wir hier eigentlich? Sitzen rum und warten darauf, dass uns dasselbe Schicksal ereilt. Dabei könnten wir schon meilenweit weg sein. Macht, was ihr wollt. Ich habe vor, weiterzuleben. Die gute Dame kann sehr schroff sein. Vergebt ihr und seid versichert, dass ihre Fähigkeiten ihre Manieren bei weitem übersteigen. Oder deren... Sie hat dennoch recht, Fairfax. Wir stehen hier und tun nichts. Wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Die Verbanner sind hier. Dank ihres Fachwissens werden wir vielleicht doch Erfolg haben. Dann dürft ihr das gern herausfinden. Bei all eurem Wissen über Geister und Teufel. Was ich über Blut und Kampf weiß, nutzt in dieser Situation wenig. Herrin Duarte, wenn ich euch helfen kann, könnt ihr mich zu Hause besuchen. Es ist gleich auf der anderen Straßenseite. Buchstäblich. Nun, Gouverneur, wollt ihr gehen oder bleiben? Ich will bleiben. Unsere Kolonie hat furchtbar gelitten. Aber wir sind es wert, gerettet zu werden. Und jetzt, wo ihr hier seid, wird das auch geschehen. Bitte akzeptieren Sie mein aufrichtiges Beileid für den Verlust Ihres Freundes. Das Ableben unseres Pastors schmerzt uns sehr.
Charles Davenport war ein gebildeter und selbstloser Mann. Wahrlich, der Stolz von New Eden. Es bereitet mir großes Leid, dass wir seine Leiche auf dem Friedhof gefunden haben. Mehr noch betrübt mich, euch sagen zu müssen, dass wir nicht wissen, was ihm auf so tragische Weise das Leben kostete. So, und das ist das Coole. Jetzt können wir quasi sozusagen auch dann immer entscheiden, wie wir antworten wollen. Und auch unsere Fragen haben dementsprechend auch Einfluss darauf, wie die Geschichte sich verändert und was für Informationen wir bekommen. Also, was ist eurer Meinung nach passiert? Was glaubt ihr, was passiert ist? Ich müsste raten, aber das nützt wenig. Es ist jedoch offensichtlich, dass Charles' unerwarteter Tod mit seiner Untersuchung des Fluches zusammenhängt. Ich versuche, in aller Bescheidenheit und in der Abwesenheit des Pastors, uns alle mit Leib und Seele vor unserer ständigen Gefahr zu schützen. Sehen Sie, in meiner Jugend galt ich auch ein wenig als ein Dämonologe. Ein ziemlich guter sogar, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine Dämonologen. Und Charles war es auch nicht. Empfängt seine Witwe Esther Besucher? Witwe Davenport ist zu Hause und geht nicht viel aus. Ihr Haus liegt am Hafen. Ich bot Charles ein Haus mit Blick auf eine schöne Wiese an. Aber er lehnte das ab. Er zog das Dorfleben vor. Sprecht mit ihr, wenn sie euch empfängt. Aber sie weiß auch nicht mehr über den Tod ihres Mannes als wir. Okay, dann. Warum ist die Stadt so leer? Warum ist die Stadt so leer? Von allen, die nicht gestorben sind, sind wir die wenigen, die geblieben sind. Auch wenn sich unsere Gründe dafür unterscheiden, so haben doch alle Verbliebenen im Angesicht des Unglücks großen Glauben und Mut bewiesen. Diejenigen, die fort sind, wohin gingen sie? Nach Boston, entlegene Siedlungen, irgendwohin, überall hin. Obwohl, wie ihr vielleicht wisst, die Straßen wegen des Wetters unpassierbar sind. Manche glauben, dass der Weg durch den Düsterwald die Erlösung liefert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wir müssen unsere Stellung halten. Werden Sie zurückkehren, wenn der Fluch gebannt ist? Ich hoffe es inständig. Hier ist ihr Zuhause. Aber wir haben die Kinder vor einiger Zeit weggeschickt. Und viele konnten nicht ohne sie leben. Wenn wir diese Situation nicht schnell lösen, wird die Gemeinschaft von New Eden zerbrechen. Vielleicht für immer. Ihr seid also Dämonologe? Das bin ich. So wie es mein Vater vor mir war. Glaube und Wissenschaft sind unsere beiden Kompasse. Sie liefern ein tieferes Verständnis der Geheimnisse Gottes grüner Erde und derer, die sie bedrohen. Und was haben euch eure Kompasse über den Fluch gesagt? Sie haben mir gesagt, dass Reverend Davenport besser für die Lösung unseres Problems geeignet ist als ich. Deshalb seid ihr hier. So war es abgesprochen. Ich werde für die Kolonie stehen, als moralische Autorität, sagte ich. Als Anker und Fels, wenn Charles und seine Verbanner den Fluch aufheben, sagte ich. Vielleicht dürfen wir euch um Rat fragen. Bitte tut das, Madam. Denn ich würde euch nur zu gerne helfen. Ich habe auch das Gefühl, er redet so ein bisschen um den heißen Brei herum. Also er sagt uns noch nicht ganz die Wahrheit. Dieser Möchtegern Gouverneur der Geisterstadt. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Ich sage euch, schon seit vielen Monaten leiden wir schwere Not. Und es wird immer schlimmer. Zuerst gab es die Pest und Krankheiten. Dann kamen die Albträume. Dann kam der Wahnsinn. Und am Ende kam der Tod. Und der Tod bleibt. Aber ehrlich gesagt, halte ich das Wetter für den schlimmsten Fluch. Dieser nicht enden wollende Winter lastet schwer auf uns. Schlimmer noch, er hält uns hier gefangen.
Und jetzt wisst ihr natürlich dann auch, wenn es hier irgendwelche Plagen und sowas gab, ja, weshalb die zum Beispiel auch dann ihr Getreide verbrannt haben. Was glaubt ihr, hat den Fluch verursacht? Das ist eindeutig, wenn ich das bescheiden sagen darf. Der Abgrund spuckt seine Brut auf New Eden aus, um Gottes arme Geschöpfe leiden zu lassen. Was das Wesen des Dämons angeht, dafür bezahlen wir euch, um das herauszufinden. Unser verstorbener Freund Charles stand vor einer Herkulesaufgabe und hat sich ehrenvoll daran versucht. Ich fürchte, dass ihr mehr leisten müsst. Unser Vertrag steht. Wenn ihr dem zustimmt, dann steht unser Vertrag in der Tat. Für Charles. Gut. Für Charles. Danke. Dann finden wir doch mal raus. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich habe persönlich veranlasst, was diese Pest verursacht hat. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Sieht auch geil aus hier, ne? Mit dem Totenkopf hier oben und so. Gehen wir mal ein bisschen plündern. Da ist zu, da ist zu. Hier gibt's Loot. Wir müssen jetzt eh erstmal mit Esther Davenport in ihrem Haus sprechen. Auch allein, dass man hier die Kerze so sieht, gell? Das haben sie richtig gut gemacht. So sieht man die Kerze nicht. So sieht man sie. Ja, das sind die Details, auf denen wir uns hier bewegen. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Verdammt, Charles. Diese verfluchten Meeresstürmer. Wären wir noch früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute sind hilflos. Diese Leute haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Reden wir mal mit ihr. Ich brauche einen Moment für mich. Verzeiht mir. Ja, sie will nicht reden. Okay, fair enough. Er hat gesagt, er wohnt ja direkt gegenüber. Wenn wir mit ihm quatschen wollen, sollen wir einfach nur zu ihm gehen. Ach, reden wir mal mit ihm. Habt ihr genug von dem Geschwätz von Fairfax? Der Mann hat eine goldene Zunge. Aber das ist das Einzige, was er vorweisen kann. Irgendeine Idee, woher der Fluch kommen könnte? Keine hilfreiche. Ich bin ein Mann des Militärs. Dunkle Mächte sind nicht mein Metier. Ich nehme das jetzt mal als einen sanften Seitenhieb. Ihr glaubt also nicht an meine Arbeit? Ich sehe, dass ihr eine talentierte und fähige Frau seid. Das respektiere ich. Alles Weitere ist euer Handwerk, nicht meins. Ich gehöre zur alten Garde. Ihr und euer schottischer Grünschnabel, ihr seid die Hoffnung. Also besser, ihr seid erfolgreich. Sagt mir, Hauptmann, was bedeutet euer Rang? Miliz? Ich kümmere mich um die Bürgerwehr. Ich versuche auch Bedrohungen zu erkennen. Eingeborene, Räuber, Franzosen und andere Ungeheuer. Aber der Fluch, das ist eine ganz besondere... Franzosen und andere Ungeheuer. Der arme Davenport sah den voraus. Wir kommen zurück. Ich bin hier. Es sei denn, ich bin es nicht. Klingt komisch, aber im Prinzip ist es wir so. Wir sollten zu Esther gehen. Ich bin hier, ich glaub, der Gouverneur außer ich bin gesagt, es nicht. Ihr Haus steht oberhalb der Docks. So, dann reden wir mal mit der Witwe. Der Davenport hat uns hier eingeladen, quasi. Aber ist vorher gestorben. Fixgirn, richtig? Entschuldigt die Störung. Da muss schon jemand anderes kommen, um mich zu stören. Was wollt ihr? Die hat aber auch eine ganz nette Narbe hier. Pfirsichbäckchen. Welche Aufgabe hast du hier? Was tut ihr hier, wenn ich fragen darf? In letzter Zeit das, was getan werden muss, weil es ja sonst keiner tut. So schwach wie alle sind vom Fluch und vom Rumhocken. Normalerweise jage ich. Aber jetzt ist es so kalt, dass einem Gaul die Eier abfrieren. Und das Wild ist so rar, dass es Stunden dauert, irgendwas zu finden. Einen Geist kann man nicht essen und auch nicht häuten oder verkaufen. Wozu also das Ganze? Ich nehme an, ihr wollt die Stadt verlassen? Verdammt richtig. New Eden liegt im Sterben und jeder, der bleibt, ist tot oder bescheuert.
Geht ihr allein? Ich nehme meine Schwester mit und jeden, der möchte. Ihr könnt auch mit, wenn ihr wollt. Ihr seht so aus, als hättet ihr Mumm genug. Es gibt also keine Hoffnung für New Eden? Nicht, bis sich das Wetter ändert. Und danach sieht es nicht aus. Okay. Erzähl mir was über den Fluch. Tja, der Fluch. Was denkst du, was es damit auf sich hat? Was ich darüber denke? Na, was schon. Ich denke, die Leute wurden krank und die Ernte fiel aus. Ich denke, die Leute wurden verrückt. Und ich weiß, wir fanden den Reverend tot auf. Erzähl mir über Pennington. Was ist mit dem Captain? Also, der Mann taugt wirklich was. Ohne Sol Pennington gäbe es die Stadt gar nicht mehr. Gut. Die letzten Monate waren schwer für ihn. Hoffentlich bleibt er standhaft. Wenn es nach mir ginge, käme er mit uns. Loyalität geht mir am allerwertesten vorbei. Aber dem Hauptmann ist sie wichtig. Ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob ihr dieses Level an Grafikdetail auch seht und wieso das wieder so ein Geheimtipp von mir ist. Aber wenn ihr mal oben auf den Umhang achtet, es regnet ja gerade in New Eden. Seht ihr da die Regentropfen, wie die auf der Kleidung aufprallen? Alleine, dass sie das gemacht haben, ist richtig geil. Was ist mit dem Gouverneur? Irgendetwas Wissenswertes? Dieser nutzlose Schwätzer? Jetzt, wo Devonport tot ist, suchen brave Leute nach Führung. Eskel ist ganz aus dem Häuschen. Schade, dass er sie alle umbringen wird. Okay, dann gehen wir doch mal zur Witwe. Vielen Dank für die Hilfe. Ja. Selber ja. Ja, heißt nämlich, leck mich im Arsch. Sieht schon verdammt gut aus. Hui, ich bin so schnell wie der Wind. Mein Unhang flattert und flattert. Zack, Loot mitgenommen. Immer so ein bisschen rechts, links gucken. Wer weiß, ob hier nicht noch mehr Loot rumfliegt. Wer bist du denn? Ah, ihr müsst die Verbanner sein. Leider zu spät. Entschuldigt, falls der arme Pastor Davenport eure Namen erwähnte. Ich habe sie leider vergessen. Anthea Duarte. Dieser Busche hier ist Dred McGrath. Sie natürlich. Sagt es so selbstverständlich. Ich bin Anthea Duarte. Wie könnt ihr mich nicht kennen? Der Pastor sagte, ihr habt Fragen. Nun? Okay, kanntest du den Charles? Kanntet ihr Charles Davenport? Natürlich kannte ich den Pastor. Meine Schwester und ich gingen immer voller Dankbarkeit zu seinem Gottesdienst. Er war der moralische Grundstein der Kolonie. Seine arme Witwe. Sie muss sehr traurig sein. Sie steht auch so fromm da, ne? Sie hat die Hände, hat sie noch so verschränkt. Ja, lalalala, so redet die. Erzähl mir was über den Fluch. Gouverneur Haskell hat uns von dem Fluch erzählt. Ich würde gern verstehen, worum es sich handelt und woher er kommt. Ich will ja nicht schlecht über meine Nachbarn reden, aber jemand muss das Böse hereingelassen haben. Ein Name könnte helfen. Ein Name hilft schon. Ich werde in meiner Gemeinde kein Gift ausstreuen. Ach. Außerdem habe ich keinen Namen für euch. Okay. Was machst du dann hier? Was macht ihr hier draußen? Die meisten Leute scheinen drinnen zu bleiben. Ich kam in die Stadt, um ein Heilmittel von Mistress Fitcher zu kaufen, wenn ihr es wissen wollt. Meine Schwester hat ein wundes Bein. Die Salbe lindert ihre Beschwerden. Wir haben eine kleine Farm ein paar Meilen von hier. Und ja, der Fluch lastet auch auf ihr. Okay. Sogar auf ihr der Farm. Ihr schenkt mir eure Zeit. Ich danke euch. Nun, dank dem Herrn dafür. Alright. Reden wir mit der Witwe. Auch diese Übergänge von Gameplay zu Cutscene haben sie richtig gut gemacht. Anthea. Red. Kommt rein.
Aber sie scheint uns zumindest schon mal gut zu kennen. Ich schlief kaum aus Angst, ihr würdet nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Esther, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier. Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß, Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Was ist mit ihm geschehen? Armer Charles. Auch nur ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos, ungeduldig. Zwar hatte er euch, seine Freunde, nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. So, das ist jetzt natürlich wieder heftig auch. Sie ist so in tiefer Trauer und wir müssen jetzt aufpassen, was für Fragen wir sie auf jeden Fall fragen. Aber sag uns erstmal, gibt's was, was wir wissen sollten? Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Das spielt ja Edric. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke für deine. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Versprochen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Danke, Esther. Alright, perfekt. Dann machen wir das mal. Wir sehen uns mal um, wenn das in Ordnung ist. Kann ich euch behilflich sein? Bleib hier. So, Arbeitszimmer und Schlafzimmer untersuchen. Wir müssen Hinweise finden. Wo wohnt ihr denn, meine Lieben? Und dann kann man quasi in der Spukermittlung, kann man immer hier dann sehen, ob die Sachen alle gefunden wurden, die man braucht für die Spukermittlung. Der Gouverneur hat ein Zimmer im Schulhaus für uns herrichten lassen. Im Schulhaus? Wollt ihr nicht lieber hier? So. Traurigkeit im Intervall. Oder eine Studie über aeolische Tonleiter. Wir bleiben, das wäre doch viel bequemer. Was haben wir hier noch? Noch eine Studie über G-Moll. Okay, viel Musik. Das ist sehr freundlich, aber wir haben einen langen Tag vor uns. Wir wollen nicht zur Last fallen. Ich habe nicht viel. Was haben wir hier für einen Brief? Esther, etwas Essen und Bier für dich, mein Beileid. Deine Nachbarn tragen dich in ihren Herzen. Aber versprecht mir, dass ihr morgen zum Essen kommt. Der ist von Charles. Als hätte er sie nie verlassen. Der Umhang ist von Charles. Okay. Waren noch andere Besucher hier? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Der Mr. Bachelor. Na, was haben wir hier noch? Okay, sie schreibt dann Briefe von Eleanor Combs. Pass bitte gut auf dich auf, mein Freund. Es geht um seine Forschung. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul-Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Neue schottische Melodie in G-Dur. Purcell? Etwas Leichteres konntest du nicht finden? Zurzeit fehlt mir die Muße zu spielen. Unfassbar, dass du deinen Flügel mit nach Neuengland genommen hast. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Aber man kann eine Pianistin nicht von ihren geliebten Tasten trennen. Okay, sie ist also Pianistin. Ich denke an dich auf ewig, dein geliebter Charles. Okay. Die ganzen Briefe hier natürlich. Meine geliebte Esther, du bist in meinen Gedanken.
Dein Geliebter auf ewig, Charles. Noch mehr Nachrichten, okay. Wie schön, diese alten, vertrauten Dinge aus deinem Haus in London zu sehen. Dieses Geschirr war Zeuge manch eines Dinners mit Charles, das zum Vortrag wurde. Ich vermisse ihn so sehr. Das tun wir auch, Esther. Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Woher kommen die Albträume? Okay. Der kluge und fromme Mann wird zu seinen Wurzeln seiner Kunst, zu den Worten, ihrer Bedeutung und der Kraft, die in allem von ihnen verborgen ist, zurückkehren. Okay, das ist ein Brief von Charles Davenport. Das muss unerträglich sein. Was haben wir hier? Eine silberne Brosche, okay. Charles hat diese Brosche immer getragen. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Aber kann ich es trotzdem untersuchen? Nee, ne? Nee, hier gibt's nichts zu tun, nichts zu machen. Hast du genug? Man muss nämlich dann auch gewisse Gegenstände inspizieren. Du hast wohl nicht nur natürlich für den Transport des Klaviers viel Geld bezahlt. Weißt du noch, wie sie über Bücher diskutierten, die wir nicht kannten? Als wären wir gar nicht da? Oh, du hast zugehört? Ich hab da immer auf Durchzug geschaltet. Der letzte Brief. Charles ist tot. Ich weiß nicht mehr, wo rechts und links ist. Mir fehlen die Worte. Ich dachte, dass du, die du ihn so sehr geliebt hast, von seinem Ableben erfahren solltest, in liebe Esther. Also Esther hat auf jeden konnte Fall nicht an Charles' Beerdigung teilnehmen. Wie schrecklich für sie, die arme Frau. So, und jetzt seht ihr, wir haben hier einen Tipp erhalten. Und Esther Davenport hat sich nicht richtig von ihrem Mann verabschiedet und deswegen leidet er darunter. Die Trauer um ihren Mann schwächte Esther so sehr, dass sie nicht mal dessen Beerdigung beiwohnen konnte. Esther konnte sich nie von Charles verabschieden. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Möglicherweise. Aber es muss mehr dahinter stecken. Okay. Psalm 13,7. Jetzt gehen wir mal ins Arbeitszimmer. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Was ist das denn? Wertvoller König aus einem Schachspiel. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat. Die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin. Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Okay, was ist das für eine crazy Weltkarte? Magalina Nicker. Sie kommen in Träumen zu mir. Okay. In den Notizen von Charles kommt Hiob, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Hm? Das müssen wir jetzt natürlich aufheben. Was ist all diesen Träumen gemeint? Sie sind verheißungsvoll und sie verheißen das jüngste Gericht. Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe. Verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Betten quält? Tipp erhalten.
Der Geist von Charles könnte uns Antworten geben. Wir sollten den Friedhof erforschen, auf dem er gefunden wurde. Nice. Okay, perfekt. Vorher reden wir noch kurz mit seiner Esther, Frau. Es tut mir leid. Ich muss euch noch einmal stören. Wie kann ich helfen? Hat der Fluch für Albträume gesorgt? Ja, ich hatte Albträume. Vermutlich hatten wir die alle. Charles warnte uns, dass etwas unsere Träume heimsucht. Das uns benutzen will. Dass wir mit der ganzen Macht Gottes bekämpfen müssen. Aber jetzt ist Charles weg und meine Albträume sind andere. Im Schlaf sehe ich meinen Mann schreiend in den Abgrund stürzen. Alle hören ihn. Niemand reagiert. Er stürzt tiefer in den bodenlosen Abgrund. Der arme Charles. Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch? Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Okay. Alles müssen wir uns jetzt auch nicht anhören. Zum Friedhof. Bitte seid vorsichtig, liebe Antea. Auf zum Friedhof. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein. Let's go. Lass uns ein paar Geister jagen gehen. I'm ain't afraid of ghosts. Muss ich mir um dich Sorgen machen? Who you gonna call? Ghostbusters. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Hör dich um, was die Leute sagen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Let's go. Friedhof-Action. Sei vorsichtig. Ja, du auch. Okay, wir können die Karte öffnen. Da ist ein Laden, da ist der Friedhof. Wir können nur zentrieren, aber nicht markieren. Ist auf jeden Fall rechts. Und runter. Holy shit, wer bist du denn? Aus dem Weg. What the fuck, voll unhöflich. Ich hätte dich fast aufgeschlitzt, Junge. Was ist hier? Steckbrief. Warnung. Die Docks sind wegen Sabotage durch Feuer geschlossen. Okay. Dieses Feuer ist doch nicht von selbst ausgebrochen. Eben. Nicht bei dieser Kälte. Das würde mich schon stark wundern. Da können wir aber, glaube ich, durch. Gerade nicht. Schade. Rüber kommen wir auch nicht. Wir könnten unten lang, um rüber zu kommen. Der Säbel sieht halt auch voll geil aus. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter zum Friedhof. Den folgen wir jetzt dann auch auf jeden Fall mal.
Wo führst du mich hin? Ihr schon wieder? Schwächlicher Dämon. Ah, ich kann sogar parieren. Oh, ich wollte gerade das Parry mal ein bisschen üben. Hier ist niemand sicher. Spektralstaub haben wir aufgenommen, okay. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. So, hoch oder runter, hoch oder runter, ha? Erstmal hier gucken, was da blinkt. Baumpilz können wir mitnehmen. Zunderpilz, okay, perfekt. Ah, als Verbannte kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe befindest, dann leuchten die Bannringe auf. Okay, cool. Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Ist ganz schön groß hier. Der Friedhof. Erstmal noch schnell Blut mitnehmen. Pyrit. Pyrit, ich bin mal gespannt, wofür die ganzen Sachen dann auch gut sind. Aber Pyrit sieht sowas aus wie Zunder oder so. Okay. So kleine Irrlichter, die kann man relativ schnell platt machen. Okay, das ist ja entspannt. So, und hier geht's auf jeden Fall weiter. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Da können wir ein Ritual durchführen. Hier verweilen Erinnerungen an die Toten. Um sie enthüllen zu können, musst du die nötigen Ressourcen sammeln. Pyrit haben wir, Küstenkerzen haben wir noch nicht. Küstenkerzen brauchen wir dann. Wenn ich Küstenkerzen unter meine gefundenen Steine mische, könnte es klappen. Okay, das ist dann die Frage, wie wir Küstenkerzen finden. Alle, die hier liegen, starben 1677. Tobte damals eine Epidemie? Auch ganz schön auffällig. Alle sterben im selben Jahr. Ungewohnt. So, Küste sieht hier unten. Hier unten sieht es nach Küste aus. Viele Tote in den letzten Jahren. Noch mehr Zunder. Charles Davenport. Warum hast du nicht auf uns gewartet, alter Freund? Ich mache es wieder gut. Versprochen. Ich glaube, da unten sind Küstenkerzen. Da leuchtet was. Perfekt. Nehmen. 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 Aber aufs Meer raus kann ich leider nicht, okay. Es reicht. Geschlitzt. Auch mit diesem aufgeladeten Angriff, das ist ziemlich stark. Leder, Dolden Winterlieb, sehr schön.
Alles ganz entspannt soweit. Aber jetzt können wir auf jeden Fall das Ritual durchführen. Mahlzeit, mein Lieber, und guten Morgen. Irgendwie leuchtet hier noch was auf. Da muss es irgendwo muss es was geben, was gefunden werden will von uns. Da kommen wir nicht raus. Was machen Sachen? Ich mache in Sachen spiele ein neues Spiel. Banishers ist ein Souls-like. Ghost of New Eden. Und jetzt werden wir erstmal ein Ritual durchführen. So, und Rituale. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen. Wenn du das falsche Ritual wählst, um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen. Okay, dann horchen wir mal. Dann enthüllen wir ein Echo. Dieses Spiel ist mein Geheimtipp. Das ist unglaublich gut. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. Ah. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Oh oh. Ist das der Geist? Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Okay, die scheint ziemlich stark zu sein. Da krabbelt er noch davon. Holy shit. Hier hat sie ihn getötet. Und keine Hose Verdammt. Hat sie auch nicht an, gell? Dieses Ding, dem er gegenüber trat. Was war das? Charles' Bibel. Die ja. Kette, die seinen Geist bindet. So, seht ihr? Jetzt haben wir hier auf jeden Fall alle drei Sachen in der Spukermittlung mitgenommen. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Jetzt haben wir die zurück Kette, zu seinem Grab. Die seinen Geist erscheinen lässt. Und dann gehen wir zurück zu seinem Grab. Und dann beschwören wir ihn. Und dann können wir mit ihm reden. So, hier oben war ich auch schon. Okay. Dann gehen wir runter. Ich bin ein bisschen müde heute. Ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt. Ich habe relativ kurz nur geschlafen. Wir haben Freunde noch bis 12 Uhr nachts bei uns gehabt. Spieleabend gemacht. Und dann bin ich auch schon wieder seit 6 Uhr wach heute. Also ein bisschen wenig Schlaf bekommen. So, Zeit für ein Ritual, Freunde. Charles' Bibel, feucht vom Schnee und mit Schlamm bedeckt. So, wir können jetzt eine Geisel beschwören oder eine erzwungene Manifestation durchführen. Also ein Geist oder ein Schemen zum Erscheinen zwingen. Generell muss die Kette genutzt werden, die ein Geist an das Lebendreich bindet. So, wir haben ja die Kette von ihm gefunden, dann könnten wir das auf jeden Fall machen. Oder eine Geisel zum Erscheinen zwingt, das unterstützt aber nicht zwingend die Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternenbilds zu haben. Das heißt, wir nehmen hier die erzwungene Manifestation, würde ich sagen. Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen.
Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Anthea, hier seid ihr endlich. Oh, arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Okay, erstmal muss ich sagen, Tim hat gerade nochmal 2768 Punkte in die Einhorn-Challenge gehauen. Holy shit, damit sind wir inzwischen schon bei 74%. Das ist richtig, richtig gut. Und wir fragen ihn jetzt, was haben wir über den Fluch erfahren? Aber bevor wir ihn das fragen, fragen wir, warum er nicht auf uns gewartet hat. Warum hat er nicht auf unsere Hilfe gewartet? Dann wäre er vielleicht noch am Leben. Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Anthea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders. Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Okay, dann erzähl mir doch mal, was du über den Fluch erfahren hast. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Anthea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Anthea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Gemeindezentrum. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt, aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Okay, und wie wurdest du getötet? Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Okay. Wie äußert sich denn die Bösartigkeit? Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie angsterfüllt Erwachter die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte eine Frau. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Also ein Poltergeist sozusagen. Nein. Ich muss bleiben. Esther braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft.
Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr es daheim sucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei euch. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Gemeindezentrum labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Genau, lass sie gehen. Und ich mach mal in der Zwischenzeit ein paar Kniebeuge, damit ich wach bleibe. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde, und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. So, 20 Kniebeuge. Das bringt das Blut in Wallung. Mein Charles, was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände. Sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Lacken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. So ist es. Hoffentlich kann sie jetzt dann besser schlafen. Wir begleiten sie auf jeden Fall mal noch nach Hause. Ihren Mann haben wir ausgetrieben und seinen Seelenfrieden gegeben. Ich habe aber die Vermutung, dass wir vielleicht auf dem Weg nach Hause noch angegriffen werden. Schauen wir mal. Ah, krass. Das ist ja deren Hintergarten. Der Friedhof ist ja quasi direkt bei denen hinter das Haus. Heftig. Es tut mir leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen.
Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Aber schöne Küche. Kann ich hier was looten? Was hängt was? Ach, guck mal, was hatten die hier alles? Die hat hier Schinken und Salami und Kräuter und Karotten und Mais hat sie hängen und Knoblauch. Alter, die hat eine Traumküche. Bisschen Salbei, noch mit Zwiebeln. Hier hat sie voll viele Öle, Schüsseln. Alter, die Devonports, die sind loaded. Die haben richtig Kohle. Guckt euch das mal an hier. Überall hängt Wurst, riesiger Schornstein, ein Haufen Bierkrüge zum Saufen. Ja, hallo. Lager ist auch komplett gefüllt, hier noch mit Bier- und Weinfässern. Läuft bei denen. Ihr solltet etwas schlafen. Ihr werdet es brauchen. Dann gehen wir mal schlafen. Ab nach oben. Ah, Moment, wir können gar nicht in dem Haus schlafen, gell? Wir müssen in unser eigenes Bett in dem Hotel. Aber ich kann hier immer noch nichts mitmachen. Okay, dann lass uns rausgehen und lass uns zum Hotel gehen. Ja, das Wichtigste ist Bier. Vor allen Dingen hier in Bayern. Grundnahrungsmittel ist es. Falsche Tür. Das ist nicht die Ausgangstür gewesen. Ja, ist so. Ist wirklich so. Wie komme ich hier raus? Hier, das muss die Tür sein, ne? Hier komme ich raus. Jetzt. Okay, perfekt. So. Go, go, go. Einmal zum Sprint angesetzt. Laufen wir stramm Richtung nach Hause. Oh, die verbarrikadieren hier die ganzen Türen. Guten Tag, Madame. Warum? Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbannerin. Aha, ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Apropos, ist das so? Aha, nun, ich hoffe, ich liege falsch. Spielen wir später eine Runde Fortnite? Batsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. Okay, erzähl mir was über deinen Laden erstmal. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Okay, dann erzähl mir über den Fluch. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass zeigen. Die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden, die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Ja, du hast auf jeden Fall krasse Träume. Sage mal. Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Gemeindezentrum sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagt, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil könnte der erste Bosskampf sein, das Gemeindezentrum.
Was könnt ihr mir über den Flug... Hat Haskell, es passt nicht nur... Jetzt habe ich aus Versehen nochmal dasselbe gesagt. So, jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. So. Wir laufen hier zu unserem Schlafplatz. Zack, Sesam, öffne dich. Und reden hier dann mit unserem Untertan. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt handeln. Das ist gefährlich. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Das war nicht Charles. Das war nicht Charles. Das war der Geist von Charles. Charles Davenport. Unser ältester Freund. Der Mann, der uns zusammengebracht hat. Unser Freund ist tot. Sein Geist war eine Gefahr für seine Frau. Geister bringen nichts als Leid, Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja. Aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Wir Verbanner sorgen auf jeden Fall für einen Abschluss. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Richtig. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Und das ist jetzt übrigens wieder eine sehr, sehr spannende Sache. Denn auch hier entscheidet man dann später, wie das Ende ausgeht. Denn ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das gibt noch einen riesen Twist jetzt dann gleich im Spiel. So, ich würde alles für dich tun. Du bist ein flegelhafter Strubbelkopf, Red McGrath. Und ich werde dich niemals gehen lassen. Nur über meine Leiche, mein Lieber. Und ich dachte, ich wäre der Weichherzige. Bist du auch. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Gemeindezentrum ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Also wir haben da gleich einen ziemlich heftigen Boss, den wir platt machen müssen. Weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Armer Charles. Arme Esther. Arme Esther. So, und jetzt ist sie in unseren Träumen. Oh shit. Anthea. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Sie ist weg. Aber ich bin der, der überstürzt handelt. Okay. Ach, geil. Und jetzt dürfen wir ihn spielen. Ah, das ist cool. Na dann. Let's go. Hier haben wir noch was. Leder. Perfekt. Wo bist du? Du wirst kaum im Gemeindezentrum sein, oder?
Aufgabe gestartet. Tod den Toten. Dann laufen wir mal zum Gemeindezentrum. Und das meine ich mit, die Grafik ist unglaublich gut. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier diese grünen, wabernden Nebel und dann dieser fette Mond hier. Dann da dieses riesige Gebäude. Es gibt ja auch harte Graf Dracula-Vibes, aber grafisch ist das Spiel echt eine absolute Augenweide. Warum wärst du allein dort aufgegangen? Let's go. Offen. Anthea! Na, hier sind Geister. Ihr Schemen habt nicht zufällig Anthea gesehen, was? Um kaputt machen gibt es leider nicht viel. Hinter mir sind auf jeden Fall Geister, die mich angreifen wollen. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. Okay. Spektralstaub mitgenommen. Ich will hier einfach noch den ganzen Loot kaputt machen. Die ganzen Kisten. Ich liebe es, Kisten kaputt zu machen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller hier hoch. Versuchen wir mal einen Parry. Okay, Spektralstaub und Loot. Pyrit und Wiesenkerbe. Saftlinge. Willkommen im Gemeindezentrum, Freunde. Schau, wie drei blinde Mäuse. Schau, wie sie laufen. Schau, wie sie. Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Anthea? Bist du verletzt? Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert? Gott erschien dem Mann im Traum und sprach zu ihm: Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach: Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was? Boah, krass. Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Wo ist Anthea? Was hast du mit ihr angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast. Du klammerst dich an die Liebe. Ein Narb ist ans Ende. Es gibt keine Liebe. Nur Schänder. Alter, bohrt die da einfach mit dem Finger in uns rum. Nein,
Holy shit. Müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Antea! Ach du Scheiße. Verräter! Ich glaube, du bist gescheitert! Nicht zum ersten Mal! Wir wollen dir helfen. Rein da, brenne! Oh shit, was kommt jetzt? Dein Liebhaber wird auch dich verraten! Es gibt keinen Grund zu kämpfen! Oh fuck, das sind voll viele von denen. Brenne hört sich nicht nach helfen an, ja, doch. Brenne! Verräter! Oh. Du bist gescheitert! Nicht zum ersten Mal! Wir sind nicht deine Feinde! Oh fuck. Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, werden... Willst du was? Ihm zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur... Rache. Lass ihn los! Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur... Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! Wirst du ihr zu Hilfe kommen? Jetzt, wo alles verloren ist? Wenn ja, werde ich dich erwarten. Alter, wie krass. Das nenne ich mal echt einen Albtraumgeist. Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Tiger. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Und damit nochmal willkommen zu Banishers Ghosts of New Eden. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Glaub mir, Tim, die Alte ist besser als Freddy. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los.
Warum? Das werden wir gemeinsam in dem Gameplay rausfinden. Ihr seid wahr? Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat. Sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Oh Gott. Was habe ich getan? Ist schon wochenlang Bevor her, dass unsere Vorwürfe Frau gestorben macht, solltet ist. Ihr erst wieder zu Kräften kommen. Krass. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Hexe. Man nennt mich auch Seeker. Findet den Verbanner, sagte meine Herrin. Kümmert euch um ihn und beantwortet all seine Fragen, bevor ihr ihn verlasst. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Ich muss sagen, ich finde halt auch die deutsche Synchro richtig gut. Ich habe das Spiel jetzt absichtlich ohne Untertitel gemacht und es macht mir unglaublich viel Spaß, da einfach nur zuzuhören. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt erzähl mir erstmal über den Nachtmahr. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach, er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridine und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ihr hättet mich sterben lassen sollen. Ihr hättet mich sterben lassen sollen. Was seid ihr, ein Kind? Werden wir jetzt etwa Selbstmitleid in der Schule für Verbanner? Ja, Selbstmitleid. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridine mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Okay. Das ist einfacher gesagt als getan. Ihr kennt mich nicht. Und doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gehende, grimassenschneidende Leere in eurer Seele. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum habt ihr mich aus dem Wasser gezogen? Was liegt euch an mir? Nein, gar nichts. Aber meiner Herren schon. Ceridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja. Ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ceridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen?
Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt? Dreht euch um. Was? Ich breche auf. Und weg ist sie. Und ja, hier ist es auch so arschkalt. Es hat gerade mal nur 9 Grad. Ich hatte überlegt, ob ich das Fenster hier nicht vielleicht im Keller aufmache. Aber es ist eh schon so kalt hier im Keller. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir nicht irgendwas überziehe. Ich sitze hier im Bodo-Shirt und kurze Hose. Weil ich mir dachte, oh, es geht schon. Aber eigentlich friert es mich die ganze Zeit so ein bisschen. Könnte ich fast mal einen Kachelofen anwerfen. So, erstmal looten, was das Zeug hält. Dann untersuchen wir hier mal ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich halte mich besser fern. Hexenzirkel. Der Ursprung des Verbanners. Exorizon, ein Exorzismus. Aus den Briefen an Theano von Mutter Shipton. Okay. Gucken wir uns das mal an. Verbanner, wenn ihr das lest, bedeutet das Folgendes. Erstens, ihr seid intelligent genug, das Alphabet zu beherrschen. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Zweitens, ihr konntet nicht widerstehen, meine Habseligkeiten zu durchwühlen. ja, schuldig. Und drittens, ihr könnt euch nehmen, was ihr für nützlich erachtet, da für meine Herren euer Überleben wichtig ist. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Bis dahin, gebt auf euch Acht. Ja, ich habe gesagt, dass es arschkalt ist. Und dass mir hier jetzt schon Tannenzapfen an der Eichel wachsen. Wo bin ich? Das kann ich nicht kaputt machen hier, ne? Okay. So, wir sind am Meer, Freunde der Sonne. Wo sind wir denn hier gelandet? Aber das sind mal schöne Wasseranimationen hier, oder? Geil. So, unsere Frau wurde getötet. Wir wurden verflucht. Wir sind ins Meer geworfen worden und über die letzten Wochen hat uns eine Hexe gesund gepflegt. Also, was ein Auftakt, würde ich sagen. Und ja, das mit den Eiswürfeln, das kann ich nachvollziehen. Eiswürfel mit Ananasgeschmack. Oder mit Apfelsaftgeschmack. Meine Frau macht die besten Limetten-Eiswürfel. Ich liebe es. Einfach so ein paar Limetten und Zitronen ausdrücken und dann einfach ins Gefrierfach damit. Das kommt so gut, wenn du die mal in eine Cola wirfst oder so. Was ist das denn hier? Scheint nur ein Licht zu sein, aber ich habe das Gefühl, ich kann damit was machen. Vielleicht noch zu früh im Spiel. Jetzt laufen wir erstmal hier lang. Die Atmosphäre ist halt auch unglaublich gut von dem Spiel. Ist richtig, richtig gut gemacht. Verdammt. Was mache ich hier? Ja, unbedingt mal ausprobieren. Ist mega lecker. So, hier können wir wieder ein bisschen Baumharz und Zunderpilz looten. Da oben ist irgendwas. Mal ein bisschen auf beide Seiten gucken. Nicht, dass ich irgendwie am Loot vorbeilaufe hier, ne? Zum Beispiel. Lila Hyazinthe. Das leuchtet aber auch alles so schön hier, ne? Siehst du? Zack, nehmen wir alles mit, den ganzen Loot. Bisschen Wiesenkerbel. Das brauchen wir dann alles, um Rituale durchzuführen.
Herrje, nicht jetzt, Kumpel. Wölfe? Okay. Bedrohungsanzeige. Ja, ist klar. Komm schon, ihr Wolfsgesindel! Letzt hier. Level 2 und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Sehr schön. Werden wir uns dann gleich mal angucken. Einen Weg vorwärts suchen. Okay, die Wölfe haben wir auf jeden Fall mal gut abgeschlachtet. Leder. Hier werden wir wohl hochgehen müssen. Bin ich die letzte verdammte lebende Seele hier? Scheint so, ne? Oh yeah, hier gibt's auch noch mal eine Kiste. Geil. Nehmen alles mit. Pyrit. 8 realen Stücke, 37. Und Leder. Ja, wir haben ganz schön Kohle gemacht. Aber da drüben gibt es auch noch was, wo man hin kann. Habe ich vorhin gesehen. Aber da weiß ich nicht, wie man rüberkommt. Alpha-Wolf sogar. Oh, weich halt aus. Hier. Ich hab dich gewarnt. Zack, aufgeschlitzt. Oh, so ganz fit sind wir auch noch nicht. Vor allen Dingen mental. Was passiert hier? Was? Anthea? Ah, da oben ist ein Irrlicht. Was? Okay. Level 3 haben wir auf jeden Fall gemacht. Den Loot nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich glaube, hier geht es dann dahin, wo wir vorhin hin wollten. Um dann da drüben den Loot auch noch mitzunehmen. Ah, die Irrlichter. Schnell platt gemacht. Diese Geisterseelen auch. Und was ganz gut ist, die haben immer so Spektralstaub mit dabei. Den können wir auch immer gut gebrauchen. Leder plus 7. Zunder und Pyrit, sehr gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu gehen. So,
Sag mal, Tim, wie ist es bei dir mit Fortnite? Ich werde jetzt so bis um 11:30 Uhr werde ich den Stream machen. Dann Mittagessen mit meiner Frau. Und dann könnten wir danach Fortnite eine Runde zocken. Das darf nicht wahr sein. Anthea! Ruf mich zu dir! Wo bin ich hier? Wo bin ich? Mein Liebling, es tut mir so leid. So unendlich leid. Okay, Pyrit und Leder haben wir. Ich bin hier! Führ mich zu dir! Mystische Höhle entdeckt. Okay, cool. Zack! Dein Begräbnis! Ah, das ist so ein Alpha-Geist. Oh. Anthea, bist du da? Platt gemacht. Oh! Krass! In den Wasserfällen. Krass. Da nochmal im Wasserfall. Hier, Liebste, ich bin hier. Du bist es. Oh shit. Ich hab dich. Du hast mich. Komm her. Ach, nice, vielleicht können wir sie ja doch retten. Nein, geh nicht weg. Ich bin hier. Folgt mir. Ich liebe dieses Licht- und Schattenspiel, ist so unglaublich gut gemacht. Unglaublich gut gemacht. Auch die Kletterszenen, das Laufen, das ist alles so flüssig, so schön. Wo bist du? Das Kämpfen macht auch richtig Spaß. Absolute Kaufempfehlung von mir, dieses Game. Wer auf Action-Adventure und so ein bisschen Souls-like steht, für den ist das hier genau das Richtige. Du wirkst schwach. Brauchst du Ruhe? Naja, ich bin ein Verbanner. Ich kann sie ja vielleicht auch wieder zurückholen, wenn ich sie auch verbannen kann, oder? Mach dir keine Sorgen. Wie kann ich das nicht? Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, nur um dich dann wiederzufinden. Und du hast Hunger. So könnte man es wohl ausdrücken, ja. Was kann ich tun?
Die Bibel von Charles. Die Kette, die seinen Geist gebunden hat. Es befindet sich etwas Essenz darauf. Für den Moment wird es mir genügen. Sieh dich an. Sieh uns an. Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass du hier bist. Wieder zurück. Wirklich. Die Lebenden sollten nichts mit den Toten zu schaffen haben. Das weiß ich seit meiner Kindheit und musste viel Lehrgeld dafür bezahlen. Das hast du mir nie erzählt. Was ist passiert? Das war vor einer halben Ewigkeit. Momentan spielt es aber keine Rolle. Wie fühlst du dich, fragen wir sie zuerst mal. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Furchtbar. Und etwas ausführlicher? Wütend, frustriert, nutzlos. Wir sollten darüber reden, was passiert ist. Nach dem Gemeindezentrum, meine ich. An was erinnerst du dich? An was kannst du dich nach deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, wie plötzlich ich gestorben bin. Ansonsten nichts. Danach folgte Leere, Zeitlosigkeit, Hilflosigkeit. Dann hörte ich dich. Du hast meinen Namen gerufen. Und ich habe nach einem Weg zurückgesucht. Ich wachte in einer Höhle auf. Eine junge Frau namens Zika hatte mich gerettet. Eine Hexe in Ausbildung. Das erzählte sie mir voller Stolz. Ihre Herrin hat ihr aufgetragen, mich zu versorgen. Hexen zeigen sich nur selten. Interessant, dass uns eine geholfen hat. Wir sollten nach New Edentown zurückkehren oder wir sollten davonlaufen? Also ich wäre dafür, sogar nach New Edentown zurückzukehren. Ich finde, wir sollten nach New Edentown zurückkehren. Das finde ich auch. Um mich zu befreien, müssen wir meinen Körper befreien, glaube ich. Ich lehne es ab, so zu sein. Ich kann es nicht ertragen. Es tut mir so unendlich leid, Liebste. Wie kann ich helfen? Ich bin ein Geist. Du ein Verbanner. Ich werde dich nicht verbannen. Das kann ich nicht. Anthea, ich habe dich sterben sehen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Wenn ich es wollte, hättest du gar keine andere Wahl. Aber es ist nicht, was du willst, oder? Nicht bevor ich Rache genommen habe. Nicht bevor der Nachtmahr besiegt ist. Von dir und mir. Eigentlich dafür, dass sie es ja besser wissen müsste als Banisherin und dafür, dass ja eigentlich sie auch dem anderen gesagt hat, du musst jetzt gehen, ist es unvernünftig, was sie sagt. Weil eigentlich müsste sie es besser wissen, dass sie halt keine Rache nehmen darf, dass sie halt einfach quasi verbannt wird. Aber die wichtigste Frage von allen ist, kann ich dich denn irgendwie wieder ins Leben zurückbringen? In der Schule hast du noch gescherzt, mich wiederbeleben zu wollen. Ist das überhaupt möglich? Ja, mit dem Ritual der einfachen Wiedergeburt. Es ist äußerst kompliziert und sehr gefährlich. Aber ich könnte es versuchen, oder? Du könntest es mir beibringen und ich könnte dich wiederbeleben. Red, das ist ein altes Ritual. Es erfordert viel Macht und Essenz. Jede Menge Essenz. Wir reden hier von Menschenopfern. Von Mord. Vielleicht könnten wir es dennoch in Betracht ziehen. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dich zurückzubringen, würde ich sie ergreifen. Es ist ein finsteres Ritual, Red. Es führt einen in Versuchung.
Und wenn ich daran denke, dich wieder zu umarmen, bin ich auch versucht. Okay, und kann ich dich aufsteigen lassen? Könnte ich dich aufsteigen lassen? Das wäre die unkomplizierteste Lösung, aber nicht die einfachste. Warum? Mein Körper ist meine Kette. Und der gehört dem Nachtmahr. Im Gemeindezentrum, bevor er mich fallen ließ, hat er mich geradezu aufgefordert, zurückzukommen. Er ist so hinterlistig wie mächtig. Und wird hier nicht so einfach rausrücken. Was sollen wir dann tun? Wenn wir nach New Edentown zurückkehren wollen, müssen wir zunächst mehr über unseren Feind in Erfahrung bringen. Charles meinte, dass Nachtmahre nicht ohne guten Grund in Erscheinung treten. Ja. Wir müssen ein Rätsel lösen. Hexen treffen. Menschen suchen und Fragen stellen. Und dann werde ich diese Welt mit deiner Hilfe verlassen. Du hast mein Wort. Ich schwöre es dir, Liebste. Ruh dich aus. Du hast es nötig. Ich bleibe in der Nähe. Alright, alright, alright. Und damit willkommen zu Manifestationen. Anthea hat ihre erste Manifestation freigeschalten, und zwar Spektralsicht. Jede Manifestation gibt Zugang zu einer neuen Schwelle, die Antheas Potenz erhöht. So, und jetzt ist es was Wichtiges, ne? Also Talente und Präsenzen. Da sie miteinander verbunden sind, also sowohl Antea als auch Red, teilen sich Antea und Red denselben Evolutionsbaum. Und du kannst Anteas Präsenzen mit Essenzen oder du kannst Reds Talente mit Fertigkeitspunkten freischalten. Und die Verteilung kannst du quasi auf deiner Reise zwar frei ändern, aber spielt irgendwo trotzdem doch eine Rolle. Weil wir können nämlich auch zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln, was richtig geil ist. So, und dann gibt es hier zum Beispiel die Fähigkeit, die heißt Tag Team. Da ist der letzte Angriff, bam, verpasst sie ihm noch eine Rechte. Dann haben wir hier Tasche des Haltens. Die Sudladungen wird um 1 erhöht, also unser Leben auf jeden Fall dann. Dann jeder Gegner, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen um 10%. Ist gut stapelbar auf jeden Fall, der Damage dann. Und wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, verursacht der nächste schwere Angriff 200% Schaden, ist auch gut. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal in Richtung Leben und dann Combo gehen. Ah, ich kann nur eins auswählen. Ah, damn. Okay, und dann gibt es aufgeladene schwere Angriffe, hinterlassen einen Wirkungsbereich oder du hältst 20% mehr Bannpunkte. Aber der Schaden von Verbannen wird um 20% verringert. Nee, das machen wir nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann wollen wir, dass die Angriffe hier stapelbar sind. Okay, also wir sind jetzt erstmal hier in Richtung Tag Team und aufgeladene schwere Angriffe hinterlassen den Wirkungsbereich gegangen. Habt ihr gesehen, wie sie sich gebeamt hat? War sie neben uns. Und jetzt passt sie auf uns auf, während wir ein Schläfchen machen. Das muss wahre Liebe sein. Über den Tod hinaus. So, verbessere deine Ausrüstung. Ist auch gut, Ausrüstung über das Inventarmenü zu verbessern. Zack, dann gehen wir hier mal rein. So, dann gibt's Handwaffen. Verbessert die Ausrüstung, um mehr Boni zu erhalten. Das kostet jedoch Ressourcen. Du kannst das Herstellungsmenü aufrufen, indem du einen Rüstungsplatz anklickst. Okay, perfekt. Also, wir haben hier Kleidung, die mehr Stärke, Geschick und Vitali verbessert. Und Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Oder wir gehen in Richtung physischer Nahkampfschaden und geblockter Schaden. Dann verursacht mit dem vierten leichten bzw. schweren Angriff 50% mehr Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Dann haben wir hier
Wir erleiden weniger Schaden und es gibt mehr Wiederherstellung. Und dann haben wir hier noch einen Bannring. Und wir erleiden 5% weniger Schaden und der Verbannungsschaden wird aber deutlich höher. Also 180 Schaden machen wir dann damit. Hier machen wir 10 physischen Schaden. Also das ist halt unverhältnismäßig. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal hier ins Aufrüsten rein. Und ihr seht, wir haben hier verschiedenste Slots. Ja, rudimentär haben wir schon freigeschalten. Um das hier jetzt aufzurüsten, müssen wir 12 Spektralstaub haben. So, jetzt haben wir die nächste Stufe freigeschalten. Damit wir das wieder freischalten können, brauchen wir Hyazinthen. Da haben wir genügend davon, aber wir haben keine Geißelanlagerung. Deswegen geht das jetzt gerade noch nicht. Dann gucken wir in die Kleidung schnell rein, ob wir die auch mal aufrüsten können aufs nächste Level. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt dann schon 2 Geißelanlagerungen. Was geht beim Sud? Können wir auch aufrüsten. Wiesenkerbel und Leder. Das haben wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir transluzente Fasern fürs nächste Level. Und dann können wir last but not least unseren Ring auch nochmal aufrüsten. Dafür brauchen wir nur Hyazinthen. Haben wir auch gemacht. Und als nächstes, also wir brauchen grünen Christwurz, 3-mal Geißelanlagerungen, damit wir die ganzen anderen Sachen aufleveln können. Und dann eben dieses Loose. Und dann haben wir hier die Inventar und Gegenstände, Rohstoffe. Okay, das ist dann alles da. So. Das sind dann so verschiedene Questgegenstände, die wir hier haben. Schlüssel. Das ist das Buch, das sind die Briefe, genau. Sammelobjekte. Passt erstmal. Hier können wir dann uns ausruhen, unsere Entwicklung machen oder auch Schnellreisen. Ich gehe mal auf Schnellreise, damit wir mal sehen, wo wir uns bewegen. So, wir können nämlich zwischen den Unterschlupfen hin und her reisen, die wir entdeckt haben. Wenn du dieses Schnellreisesystem nutzt, wird die Zeit vorgespult. Alle Gegner werden wieder zum Leben erweckt. Und auch die Sudladungen und Ressourcen werden wieder aufgefüllt. Aber wir haben halt momentan nur dieses Lagerfeuer. Und sonst nicht viel freigeschalten. Ah ja, und ich möchte euch mal die Welt zeigen. Ne? Also wir sind hier ganz rausgezoomt. Und dann gucken wir mal, ne, wie groß die Karte hier ist. Seht ihr das? Da haben wir ein bisschen was zu erforschen, würde ich sagen. Also, schöne große Welt auch. Okay, nehmen wir hier den ganzen Loot noch mit, 8 realen Stücke, Zunderpilz. Und ich finde es auch cool, dass es über die Navigation oben so ein bisschen geführt ist. Wir schaffen das. Weil ich laufe ja ganz gerne auch immer mal nach rechts und links sozusagen und nicht den richtigen Weg. Und so habe ich halt dann die Möglichkeit, immer wieder relativ schnell zurückzufinden, wo wir eigentlich hin sollten. Was zum Teufel ist dir passiert? So, wir könnten hier ein Ritual durchführen, um das dann herauszufinden. Schauen wir mal. Wenn du schon mit Salzkreisen spielst, dann tu es zumindest richtig. Na, da hat jemand Salzkreise genutzt. Notiz des Dämonologen. By the way, der Governor ist ja auch Dämonologe. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. Letzte Nacht erwischte ich den jungen Shelley dabei, wie er uns im Schlaf beobachtete und Selbstgespräche führte. Es war ein unheimliches Ereignis. Ja, da sagt schon alles, ne? Vielleicht haben die Wölfe sie sich geholt. Siehst du nicht die Zeichen an der Wand? Nein. Nimm meine Zeichen? Hand. Ich möchte etwas probieren. Okay. Oh. Machen unsere Verbannerringe das möglich? Sie helfen uns, das Totenreich mit dem Lebendreich zu verbinden. Ach, wie geil. Scheinbar gebe ich das, was ich sehe, durch diese Verbindung weiter. Okay, und jetzt sehe ich hier, kann ich Sachen machen. Bestehen diese Netze aus Spektralspuren? Warte.
Drücke X, um Spektralnetze zu entfernen und verhüllte Objekte und Orte zu enthüllen. Okay. Die Dinge, die uns all die Jahre entgangen sein müssen. Schlüssel verbergen mehr zur vor den Ausrüstung Leben, als wir des dachten. Okkultisten. Das wird hilfreich sein. Nice. Ah, ich kann immer auf Dreieck, kann ich immer hin und her wechseln zwischen ihr. Ah, okay. Das heißt, ich kann auch jederzeit immer dann ich kann mit ihr auch kämpfen sogar. Okay, sie kann aber nur leichte Angriffe. Kann ich im Kampf zwischen ihr hin und her wechseln? Kann ich. Okay, das ist cool. Okay, und dann muss ich halt immer die Dimension sozusagen wechseln, wenn ich mal was nicht sehe oder nicht mehr finde. Hast du das gespürt? Ah, guck. Verborgenes Spektralobjekt. Wechseln wir mal. Zack. Eine Lootkiste. Nehmen wir. Okay, das ist eine geile Sache. Das ist richtig geil, dass ich dann immer zwischen den Dimensionen hin und her wechsle. Wir können sie gemeinsam bekämpfen. Okay, zack, zack, zack. Und kann dann immer hin und her wechseln zwischen den beiden. Wie gefällt dir das? Bereit für den Einsatz. Lass mich dir helfen. Ah, sie ist effektiver gegen die. Wir haben es geschafft. Sie ist effektiver gegen die Geister als mein Schwert. Doch, das warst du. Wirklich. Okay, cool. Und dir geht es auch bald wieder gut. Alles wird besser. Die Geisteressenz nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier ist wieder was vor unserem Auge verborgen. Spektralstaub, 8 realen Stücke, perfekt. Da komme ich nicht. Ja, von da bin ich gekommen. Okay, I see. Ah, das ist geil, dass ich dann im Kampf hin und her wechseln kann. Dann kann ich natürlich richtig geile Kombos machen. Sollte ich hier runtergehen? Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Oh shit, da gibt's was. Attacke! Ah, das ist geil. Das macht Spaß. Immer dieses Hin- und Herwechseln auch. Kannst richtig schöne Kombis nutzen. Machst mehr Schaden. Perfekt. Kann ich wieder hochklettern. Spezialloot. Ah, Notiz des Dämonologen Nummer 2. Eine Seite fehlt. Ich bin krank. Meine Organe brennen. Mein Blut vertrocknet. Ich werde sterben. Das ist der Preis des Wissens, wie wir Okkultisten zu sagen pflegen. Letztendlich haben sie immer irgendwas mit schwarzer Magie zu tun. Ja. Diese Dämonologen haben es in sich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lootkiste nehmen wir gerne. Ah, Moment. Und wir haben ja jetzt den Schlüssel zur Ausrüstung des Okkultisten genommen und haben dabei jetzt ein Amulett bekommen. Und dieses Amulett können wir dann anlegen und dadurch erleidet Antea 5% weniger Schaden.
Ah, und das können wir auch aufrüsten. Okay. Und das geht aber nur an dem Unterschlupf. Aber wir können es ausrüsten immerhin, oder? Oder haben wir das jetzt automatisch drin? Ich glaube, wir haben es automatisch drin jetzt. Ja, hier ist es. Okay, cool. Cool. Yes, immer noch live. Und zwar noch eine Viertelstunde. Ah, da ist Loot. Hier gibt es einen Unterschlupf. Was gibt's da? Leder. Ja, wir werden bis 11:30 werden wir spielen und dann werden wir mal was essen. Darf das Essen vorbereiten. Und dann hier doch auch was geblinkt. Naja, von hier sind wir auf jeden Fall gekommen. Und dann werden wir später eine Runde Fortnite spielen. Heute gibt's Salat mit Putenbrust. Dieser Schemen hat es auf die Leiche abgesehen. Mach ihn platt. Okay, pass auf. Also Schemen versuchen von Leichen Besitz zu ergreifen und du kannst die Besessenheit unterbrechen, indem du den Schemen angreifst, bevor er die Leiche erreicht. Okay. Und dann müssen wir ihn platt machen, den Schemen. Darf ich auch mitmachen? Unbedingt mitboxen. Schemen. Er sucht sich eine Hülle. Run, 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 run. Bevor er in die Hülle geht. Oh, sind sie reingegangen. Verbannung! Bereit für den Einsatz. Geblockt. In der ganzen Region wimmelt es nur so vor Schemen. Nicht nur okay, bin bis 11:30 zu Hause. Ja, wird wahrscheinlich eher 2 werden dann. Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? Also wir essen so auf 12 Uhr und dann muss meine Frau gleich weiterarbeiten. Das heißt so um 1 wahrscheinlich... Kaninchen mag ich eigentlich, geht's los, aber mit die hier Fortnite. Sind gammelig. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Wenn ihr Zeit und Lust habt. Wenn keiner von euch Zeit hat, spiele ich weiter Banisher. Aber die hier sind gammelig. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Okay, der Hase ist nicht mehr ganz so fit. Ja, perfekt. Ich weiß ja, Tim, bei dir ist es dann schwierig, ne, wegen Arbeit, aber ich hoffe, du hast da noch ein bisschen mehr Zeit. Jagdausrüstung. Vielleicht nee, bis wann kannst du bis in der Nähe. Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Das ist cool. Sie hat uns jetzt gesagt, dass es hier Jagdausrüstung gibt und hat uns dann quasi hier zum Loot geführt. Das ist natürlich nice. Sehen wir aber keine besonderen Loot aus einer anderen Dimension. Hier ist noch ein bisschen Pyrit. Das nehme ich gerne alles mit. Leder, perfekt. Und her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein.
wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Hier gibt es auch wieder was zum Sammeln. Perfekt. Man muss immer echt so ein bisschen nach rechts und links gucken. Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich sind sie weg. Zack. Dimension. Loot mitgenommen. Loot mitgenommen. Ah, wir looten hier richtig schön fröhlich. Die Trapper. Die haben ganz schön was verpasst hier. Den Lebenden Schuld geben. Aus der Feind hat einen Namen von Fear God Waterbury. Okay. Sieht auch so nach einer Falle aus einfach. Zum Sammeln. Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, aber können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Echt geil gemacht hier. Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Anzeichen von Zivilisation? Perfekt. Glück. Eine Brücke. Aber die sieht zerstört aus. Aber das, jetzt sieht man nochmal, wie verdammt gut das grafisch ist. Ne? Du siehst hier unten alles in der Nähe. Du siehst aber auch die Ferne. Du hast unterschiedliche Farben der Bäume, weil wir im Herbst sind. Es regnet. Ach, es ist ein unglaublich schönes Spiel einfach. Unglaublich gut. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen das Luft zu holen. Fall nicht runter. Lass mal gucken, ob es überhaupt einen Fall-Damage gibt. Schling-Efeu. Diese Schemen, die auf Pflanzensaft aus sind, mochte ich noch nie. Du verfiegst nicht über die erforderliche Manifestation, um diesen Weg jetzt zu bestreiten. Ah, hier können wir also jetzt noch nicht durch. Okay. Schlechte Nachrichten. Die Brücke ist kaputt. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Habe ich doch gesagt, seltsam, dass die kaputt ist. Ich sehe Flecken. Aber nicht die üblichen. Ah, wir können auch mal Dreher wechseln. Sie folgen einem Muster. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Wahrscheinlich können wir mit ihr dann durch diese Dinger da reisen. Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Ja, da komme ich also nicht runter. Okay. Dann wohl hier runter. Ist auch witzig, wie sie dahingestellt wurde und dann runterguckt, um mir den Weg zu zeigen. Hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Auch, dass sie da einfach so mit dem Rücken angelehnt wartet, bis wir runtergeklettert sind, ist unglaublich witzig. Das Ende der Erde. Aufgabe abgeschlossen. Die Jäger aushungern. Neue Aufgabe gestartet. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten.
So, Schläge muss es geben. Ausgetrieben! Willst du alleine Spaß haben? Yes, will ich. So, den ganzen Loot mitgenommen. Fertigkeiten Level 4. Fertigkeitspunkt verdient. Hier geht nichts mehr. Dann wohl hier rüber. Da drin befindet sich jemand. Jemand Beflecktes. Jemand Beflecktes? Fleckenzwerge. Da gehen wir aber noch nicht hin. Erstmal looten. Erstmal alles aus dem Garten stehlen, was sie so haben. Was ist hier unten? Ah, krass. Was haben wir denn hier für eines? Ja, die sieben Zwerge, definitiv. Leuchtet blau sogar. Hexensteine haben wir bekommen. Nice try, du möchte gern Geist. Und weg mit dir. Ich glaube, es ist leichter, wenn die in dem Körper drin stecken, mit ihm zu kämpfen und wenn sie aus dem Körper draußen sind, mit ihr zu kämpfen. So quasi feste Materie und nach einem gewaltsamen Tod von einem Geist gewoben. Verbannerregel Nummer 8. Verlauf dich nicht im Nebelschleier, sonst holen dich die Schemengeier. Klug. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Das stammt von einem Geist. Und wir müssen herausfinden, wer das war. Okay, da müssen wir dann da runter. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir wollen ja eigentlich erst da hinten dann hin. Hier ist auch noch so ein Viech. Was ist das hier? Noch eine Höhle. Dann gehen wir erstmal zur Mission, bevor wir da in diesen Nebel reinlaufen. Ich wollte ja nur kurz den Loot ein bisschen mitnehmen, der hier rumliegt. Du bist zurück. Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Seid ihr hungrig, mein Freund? Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Ihr seht erschöpft aus. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern. Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt.
38.536 Punkte von 50.000. Ja, ich gucke schon jeden Tag nach Einhornkostümen. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Wer ist Ben? Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Was verbirgt sich im Schatten? Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Ja. Dann sag mir mal, was du hier machst. Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Okay. Und wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon allein hier draußen? Keine Ahnung. Ich zähle die Tage nicht. Und außerdem bin ich nicht allein. Gott ist mit mir in der Heiligen Schrift. Soll ich euch etwas daraus vorlesen? Ja, unbedingt brauchen wir jetzt noch eine Bibelstunde hier. Alright. Lebt wohl. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Das erklärt den Nebelschleier. Okay, wir machen eine Spukermittlung. Du hast deine erste Spukermittlung begonnen und musst den Geist untersuchen, der Jacob Lind heimsucht. Benutze Benachrichtigungs-Shortcut und öffne das Menü mit der Spukermittlung. Also hier, drei Hinweise müssen wir finden für die Spukermittlung. Dein Fleisch ist verdorben, mein Freund. Das Essen ist knapp. Wir müssen uns einschränken. Er ist nicht wählerisch. Lauter Maden. Sie sehen daran, dass sein Fleisch krabbelt. Schläfst du hier, Jacob? Ben schläft. Auch lauter Maden drin. Ich schlafe nicht. Was auch immer den Jungen heimsucht, bringt Maden hervor. Wir sollten mit diesem Ben reden. Genesis 9. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. Okay. Das können wir gerade nicht öffnen. Sind das Bens Sachen? Das meiste davon. Das Seil nicht. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Sehr freundlich. Ja, danke. Das Seil nehmen wir vielleicht mal mit am besten. Robustes Seil für Klippen. Das ist perfekt. Das brauchen wir dann nämlich zum Abseilen. Und noch eine Schrotflinte. Ben ist ohne Waffe losgezogen? Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Okay. So, Problem ist, es ist 11.33 Uhr, ich muss meiner Frau was, ja, schön ein Abseilen, das ist nämlich. Ich muss meiner Frau was zu essen machen. So, ihr wisst ja, Happy Wife, Happy Life. Ich würde an der Stelle sagen, ja, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Wir machen da einen Cut
suchen dann quasi, das Fleisch ist schwach, nach Benedict Stoughton in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann nach dem Mittagessen zu einer Runde Fortnite. Ich freue mich drauf. Gehabt euch wohl, meine lieben Geisterjäger. Und fröhlichen Freitag, den 13. Tschüss.